Voll gut. Get your grubby mitts off it. I don't want to have to tell you again. It seems like it might be an activation switch for the warp blastia upstairs. Nothing's happening. It doesn't have enough air. Not enough air. I wonder if that ring I got in the Shaikos ruins might be able to do anything. Ah, the sorcerer's ring. I'm not sure. But you might as well give it a try. Na dann. Pew. It worked. Echt jetzt? Okay. Maybe that means we'll be able to use the warp blastie upstairs. Let's go. Ich meine, klar, warum nicht? Warum sollen wir es nicht probieren und einfach einen Teleport nutzen, von dem wir keine Ahnung haben, wohin der hingeht, ne? Ich meine, ist nur natürlich, da reinrennen zu wollen und so weiter. Von Türen zu öffnen, die jetzt offen sind, anscheinend. Geöffnet durch das Ergedingse. Eine Matte. Sonst nichts? Einfach nur eine Matte? Wow. Und schade, dass man die Items nicht auf der Karte irgendwo erkennen kann, als von wegen da ist was zum Einsammeln. Nimm mit. Hm. Naja. Wuff. Ach, sind nur drei. Oh Gott, das war Bam. 1, 2, 3. Bam. Da hinterher. Oh, das Ding ist so klein. Aua. Alright. Zumindest keine Vergiftung. Hehe. Gut. Dann müsste ja natürlich aber auch geöffnet sein, oder? Blöder Vogel. I'll blow you away. Keine Gnade. Man, I was just getting warmed up. Kein Trauma. These are the threads that weave our future. Schick. Das klappt. So, Estelis, einmal beste Ausrüstung. Fechtdägen, genau. Einmal hier, einmal da, einmal da. Amrit, sehr schick. Bisschen verteidigt von Carol. Was haben wir denn hier so schickes? Ein Orangengummi. Ein Kennwort-Hinweis 1. Eine in Karl Bockram entdeckte Forschungsnotiz. Das Wort Licht steht drauf geschrieben. Licht, hä? Hm. Gut zu wissen. Na dann. Ab mit dem Teleport. Oh, it's working. So that was the activation device after all. Then hurry up and... Hold your horses. Ow. This is just like in the Shaikos ruins. If you don't fill up the core with air, it won't work. Ah, so I should use the sorcerer's ring. Right. Aha. Na dann, teleport. Nach links. Oh. Das ist nicht gerade ein Teleport irgendwo. Das ist ein Katapult. Aber gut zu wissen. Oh mein Gott. Komm schon, Leute. We finished them off. Hey, I learned something.
Erfahrungspunkte Anteil. KP-Verfassung 3. Wieso kommen die alle gleichzeitig immer Level ab? Das ist merkwürdig. Gut, ich verstehe jetzt mal, wie das Ding funktioniert. Nach vorne bringt mich nach da oben. Kann ich aber nicht zurück. Gut, ich hätte noch in die andere Richtung machen können. Das will mir aber auch nur irgendwo zur Seite wegballern. Ne? Nach rechts? Ja. Okay. Quasi eine kleine Einführung, wenn man ein Spiel mag. Das dauert auch schon lang, bis man sich bewegen darf. Wohin man kommt. Das bedeutet, wir werden eine ganze Menge Spaß haben, ey. Ganze Menge Spaß. Oh, das sind zwei Gegner. Don't get in my way. Ich bin gerade massiv müde, ey. Ja, schon wieder 30 Uhr. Photon? What? We're done. Wir müssen einmal Photon, was aussieht wie Lichtermagie. Und einmal eine ziemlich krasse Schattenmagie. Ich glaube, eins der beiden wird uns doch noch ein bisschen heimsuchen. Sorry if I hurt you. Bisschen. Oh, Vögelchen. Der Vogel weiß es nicht zu helfen. Vogel! That boy Blastia of yours. It's pretty, huh? That's not what I was gonna say. Das ist so schön. Ja, ja. Schöner Buddha Blastia. Ja, ja. Macht Sinn. Okay, wir kommen nicht nach da oben. Ich muss also wirklich da drüben entlang. An diesem einen Gegner vorbei. Ah. Wollte ich eigentlich nicht komplett stunnen. Zweimal. Ich wollte dich ausnocken. Genau. Ein kleiner Gegner. Ah. Oh, der dreht sich wie ein Beyblade. Lustig. Also diese fetten Schildkröten können nichts machen. Okay, hallo. Darf ich mal die Treppe nehmen? Oh, mehrere Treppen. Und anscheinend auch eine Schatzkiste. Ein Limit-Trunk. Cool. Kann ich quasi ein Limit... Ich lege es mal zurück. Ein Limit aufladen. Aufladen und... Oder benutzen und dann Limit aufladen und weiter. Cool. Oh, Speicherpunkt. Finde ich sehr schick, dass ich den hier habe. Aber ich würde mal kurz nach oben durchgehen, denn hier oben war ein Teleport. Mir ist täuscht. Apfelgummi. Cocktailkleid. Riesengürtel. Okay. Was ist hier genau los? Ich weiß es gerade nicht. Warum kriegen wir das? KP-Verfassung 4. Riesengürtel. Mehr physischer Angriff, weniger magischer Angriff. Ich will den magischen Angriff haben. Sie macht nur magischen Schaden. Was ist das andere? Ein Cocktailkleid. Ein farbenfrohes Kleid. Es ist nichts für den Kampf, aber als normale Kleidung sehr schick. Nur für Rita? What? Das ist... Also ganz ehrlich, das ist etwas, was SCDs anziehen müsste, von den Farben her. Bin ich ehrlich. Boah, Alter. Das würde Rita wahrscheinlich nicht großartig verwenden. Okay, wo können wir uns hinschleudern? Da hinten ist ein Weg. In die Wand. Aufs Dach? Geht das Dach? Aber gerade so. Ach, danke schön. Oh. Scheiße. Isn't here after all. Ich kenne das Ding da hinten. Those guys are the hunting blades. That man. We saw him in Daedon Hold.
Ah, now that you mention it, we did see him. So he's the leader of your guild then. He's gonna fight that monster all by himself? Wie jetzt? What? No way, man! He took it out in one hit? Der könnte mich alle mal kreuzen, weil ich wüsste das. Ich saß da 1,5 Stunden an dem Scheißding. Huh. That was a fatal strike. A fatal strike? It's a crazy powerful technique that extremely skilled swordsmen can use. Huh. So how do you do it? How do you do it? How should I know? Fatal strike. A strong attack which throws your opponent off balance. Followed by a single well-timed strike to finish the enemy. Is that something else you read in a book? Yes, it is. Huh. I see. It sounds like it's easier said than done. You really want to get back into your guild, don't you? What makes you say that? Oh. Carol, are you going to go back to that guild? I won't go back. I'm sick and tired of monster hunting. Won't go back or can't go back? It sounded like you were fired. No way! I'd been planning on leaving for a while. Is that so? Well, no matter then. So, let's get going. Natürlich. Geh voran, Captain. Well, I'm glad you're staying with us, Carol. Anyway, what do you think they're doing with such a large contingent? Yeah. They wanted to take out that monster we saw. One person would have been enough. This is actually the first time I've ever seen this many guild members gathered in one place. Really? Hmm. Yeah. A lot of the members are loners. They tend not to travel in groups. And the chief being here is out of the ordinary too. Curiouser and curiouser. Hmm. You wanna follow them and see what they're up to? Klar, warum nicht, ne? Nah, that sounds interesting, but I'm gonna keep going. He's looking for members of the Blood Alliance after all. Right, Yuri? Yeah, I don't want to worry about two guilds. One is more than enough. Hehehe. Wait, what? Huh? I think I'll try to do that thing. What was that just now? That fatal strike thing. Is it something that can be done so easily? Hey, I won't know if I can until I try. How did it go again? Gegen einen Schwanken bringen, umwerfen, kaputt hauen. First you attack the enemy to throw it off balance. Alrighty. Yuri. Füge einen Angriff hinzu und bereite dich auf den tödlichen Schlag vor. I see it. What? What do you see? I see my opening to attack. Okay. Drücke ZR, um den tödlichen Schlag auszulösen. That's enough. You're done. What? Well, you need a little skill, but it's not really that hard. You think you could do it while watching me? All right, let's go. Ich hoffe. Erfahrungspunkte LP und die Objektverlustraten steigen, wenn du einen Gegner mit dem tödlichen Schlag besiegst. Objektverlustraten? Also Erfahrungspunkte steigen, LP steigen, die ich zurückbekomme. Okay. LP? Okay, und die Objektverlustraten. Okay. That was fun. Amazing. Ich hätte keine Möglichkeit gehabt zu drücken. Schade. Schnell weg hier. Ah! Nein!
Ich wollte mich umdrehen. Geht's bei denen da auch? Also, die müssen komisch leuchten, dann kann ich es umhauen, ne? Aber wie genau? You did it, Rita. Yeah, I guess. And you're so cool. I'm gonna go nuts. Ich habe eine Knopfel bekommen, cool. Ich bin leicht verwirrt. Ist das jetzt einfach eine Chance, dass es auftaucht? Heiliger Rabe, eine Sichel, die verlorene Seelen in den Himmel führt. Die Klinge ist mit drei Abdrücken des legendären Raben markiert. Aha. Ist es einfach eine Chance, dass es passieren kann und ich Gegner umhau? Oder ist es einfach da? Da und ich kann machen, was ich will, denn ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es gerade nicht, aber was mir sowieso gut gefällt, ist neue Waffen. Geil. Yeah. Da brauche ich vielleicht mal ein bisschen Nachhilfe. Und ich glaube, ich will nicht nach oben. Ich will nach rechts. Da ist eine Kiste. Ich gehe gerade aus in den richtigen Weg oder so. Tsurugi, Nachbau eines alten Doppelklingenschwerts. Es fügt beträchtlichen Schaden zu. Neue Waffe. Ja. Ja. Ich nehm's. Ich muss das Ding aus dem Weg räumen. Schade drum. Hä? Oben, unten, rechts. Okay. Oben. Moment. Aha. Dass mir das da keiner sagt. Also man hat eine bestimmte Anzahl an Meter, die man einhalten muss, und wenn der Gegner genug getroffen worden ist oder so weiter, dann kann man ihn umhauen anscheinend. Gut zu wissen. Okay, das ist gut zu wissen. Schön, dass es nicht erklärt worden ist im Tutorial. Und irgendwo konnte ich hier was machen. Achso, ich kann hier runterspringen. Ah, gut zu wissen. Das ist der einzige Weg, den ich gehen kann. Okay. Runter da. Hui! Hui! Erwischt. Kiste, meine. Apfelgummi. Gib mir dieses Gummi. Meines ist das auf jeden Fall. 1000 Gold. Yeah. Mein Geld, nicht dein Geld. Mein Gold, nicht dein Gold. Gold. Geil. Geiz macht Geiles? Ich weiß nicht so. Kennwort Hinweis 2. Himmel. Licht, Himmel. Okay. Ein weiteres Band für die Verteidigung. Oh, das sieht bestimmt total knuffig aus auf Repeat. Na. Ausrüstung. Doch, Repeat muss es tatsächlich tragen. Magische Verteidigung, weniger physische. Oh. Das schreit dann doch vielleicht nach Estelle. Plus 20. Plus 20. Ach komm, geben wir es ihr. Violett steht jetzt nicht so Estelle. Es ist eher so eine Rita-Sache, ja. So ein bisschen was Aggressiveres, beziehungsweise ein bisschen energischer. Dankeschön. Schön durchgerutscht. Hui. Ich würde auf jeden Fall mal nach unten. Hüp. Hüp. Danke, denn ich war hier noch gar nicht fertig. I didn't have a chance to ask you this, but You mean me? Why didn't you return to the capital when we were in Torum Harbor? Warum auch immer jetzt? Why?
Oh yeah. Stoll wanted to tell Flynn that he's being hunted, right? Yeah, at that point, your journey should have ended. Well, you see... Hey, by the way, who was hunting Flynn down anyway? I'm not quite sure. Wasn't it Rego? Huh? That villain? Yoder was on Rago's ship, and Yoder's the Imperial Prince. Yeah, so... I'm saying that I think Flynn's true mission was to find Yoder. Though I don't know why things would end up that way between big shots from the same Empire. I'm sorry. I don't know either. Well, that's okay. But what about you? Are you sure you don't want to go back? Well, I kind of just went with the flow and came along from Torum Harbor. But I think maybe I wanted to keep traveling with everyone a bit longer. So, Ich bin dafür, dass Estelle bei uns bleibt. Fürs Erste. Bis sich die ganze Sache mit Yoda und Flynn geklärt hat. Einfach so. Weil, warum nicht? Besides, we still haven't gotten the Blastia Corps back yet. That's true. But isn't that my business? Can't I help out? Yeah, sure. Feel free to come along. Thank you. Rita hinten ist so ungeduldig. Die ganze Zeit am Zittern mit dem Bein. Was ist denn da los? Sie ist wirklich ungeduldig. Das ist ja übel. Unfassbar. Na gut. Schauen wir mal. Mit dem Sprungfeld auf die andere Seite. Ne? Also einfach geradeaus. Also ich muss bewegen. Anhalten. Bis beenden. Okay. Nach rechts bewegen ist nach unten. Ja, super. Also ich kann gar nicht auf das andere Ding da drüben hin. Na super. Da war ich sogar den richtigen Weg gelaufen. Ohne es zu wissen. Aber unten gab es wahrscheinlich auch noch was. Im Keller. Mit dieser riesen Treppe. Das heißt erstmal speichern. Sehen, wir haben jetzt 23.40 Uhr. Uiuiui. Und ich müsste eigentlich schon längst mal was ordentliches Nigger schon machen. Ich bin schon scheiß lang wach heute. Aber ich wollte ein bisschen was aufnehmen. Und das mache ich auch. Auch wenn ich am Anfang echt lang unterbrochen worden bin. Aber was macht man nicht alles? Was macht man nicht alles für ein kleines bisschen Spielen? Das sieht mir aus wie ein Bunker. What's up? I feel kind of sick all of a sudden. Oh, wir sind ganz im Kreis gelaufen, kein Wunder. Und es scheint, haben wir hier insgesamt 8 Platten, Kennwortplatten, und wo wir dann die Passwort eintragen müssen, beziehungsweise raten müssen. Okay. Even someone as dense as you can feel it? Who are you calling? Wait, does that mean you can feel it too? Ugh, what a feeling. Yuri. Estelle, too? I'm fine. Don't overexert yourself. We can rest here and have a look around. Seriously? What's going on? Ever since we got here... If a monster attacked us right now, I don't think I'd be up to it. Saying stuff like that is the best way to attract monsters, you know. Yeah. Yuri! If you're gonna keel over, couldn't you do it in the middle of a crowded city street? I can't be expected to be there to catch you every time. Yes, thank you. I'm still doing okay. Hat das irgendwo die gleichen Wirkungen für die Menschen hier wie die Blastia-Barrieren für die Monster oder was? Oh, der Boden. This is air. What? I thought air couldn't be seen with the naked eye. If it's dense enough, it can be. Nebel. Estelle, weren't you saying something about that earlier? That dense air is bad for the body. Yes. High density air can occasionally have very negative effects on the human body.
ja, wie zu viel Sauerstoff. It made you pass out in the Koi Woods too. Really? Wow. Maybe we should get out of here. But we still haven't made sure if the mercenaries are here or not. I guess that's true, but let's keep moving. It looks like this Blastia is linked to the door. How do we open it? It seems that we have to carefully put together the symbols to form the right phrase. Wouldn't it be faster to break in? Ah, bei der Mechanik? Ich weiß ja nicht. That's not a good idea. What if it makes the door stop working? Hey, something's coming out of it. So, should we just put some letters in here? What letters? We need some sort of clue, or else this door won't open. Mhm. Ich versuche mal mein Glück. Ein Gerät zur Eingabe von Codes. Bitte Kennwort eingeben. Euer Ernst? Licht. Falsches Kennwort. War das denn nicht das Ding? Wait. Zusätzlicher Titel für Yuri? What the fuck, hab ich nie alles? Wow, 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 wow. Spoiler. Lichthimmel. Licht und Himmel? Boah, keine Ahnung, was man da eintragen muss in die Tür. Gibt's da einen Hinweis? Nee. Okay, müssen wir anscheinend später mal herkommen. Kann sein, dass es irgendwas Interessantes ist. Sehr Interessantes. Ich wünschte, wir könnten jemand erklären, genau, was es für Sachen in meinem Inventar sind. Von wegen Bonustitel? So als DLC oder sonstiges Gedingse? Ich habe keine Ahnung. Oder anderes Outfit oder sonstiges? Würde mich interessieren. Gut. Gut, gut, gut. Der Weg ist nach oben hin offen. Und da gab es nur einen Weg, den ich noch gehen musste. Und das ist übers Wasser zu den Kollegen drüben hin. Und da gab es von der Tür da vorne, von rechts, da vorne links, ich meine da vorne rechts, gab es noch den anderen Teleportweg, den ich gehen konnte. Einmal nach rechts, einmal nach geradeaus, einmal nach links muss es sein, ne? Ne, einfach nur vorne. Hallo Gegner! Oh Gott. Ah. Auch nicht schlecht. Hallo. Was haben wir hier an Forschungsnotiz? Estelle, die Historikerin. Sie hat ein Gedächtnis, ja. Das ist unfassbar. Wow, these buildings are from the late Elikazm civilization. It must be a very old town. You seem to know a lot about these things. As always. It's such a shame they just let this city fall apart like this. Do you really think we're in any position to be sightseeing around this moldy old city? We do have things we need to be doing. Then shouldn't we be focusing on them instead of this little tour? Oh, wow! That round roof is using the Leon method first developed by Emperor Heliorus IV. But I guess we should do something about that first. Yeah. Sie liebt halt ihre Bücher. Und ihr Wissen, was sie aus den Büchern hat. Da kann man nichts gegen machen. So ist Estelle halt. Wissbegierig. Und ziemlich belesen, meine Herren. Kugel. Lichthimmelkugel. Lichthimmelkugel. Lederschuppenpanzer. Ey. Sehr schick. Beste Rüstung, die ich haben kann. Für den Moment. Yeah. Yeah. Yeah,
Nein. Erst einmal noch das hier und einmal das dran. Bronze Reif statt Eisenreif? Post. 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 Ich habe so eine Befürchtung, dass wenn ich aus der Tür rausgehe, ich angegriffen werde. Hallo, Monster! Geh mal auf die Tortula. Oder auch nicht. Oh, schon tot. Schade. Das Ding ist sowas von tot. You're already dead. Yeah, it's so pretty. I know. Aber guten Rückweg gibt's nur einen und das ist der hier runter. Hop. On top. On top. Dann gibt es nur noch den einen Weg hier drüben durch. Und ein verdammter Vogel, der im Weg fliegt. Sorry if I hurt you. Kennt man, ne? You want revenge? Bring it! Die Typen sind immer so schnell tot, ich kann kein Dinges drauf machen. Nee. These are the threads that weave our future. Ey. Okay. Eine Sache muss ich schauen, bevor wir das Gespräch anhören. Fähigkeit im Ausrüstung verfügbar, Vitalität, ja. Erhöht bei KP um 75% die maximale Menge magischer Angriffe ein wenig. Oh. Das ist natürlich, wow, teuer. Gut, dass wir das aber die Waffe drin haben. Wow. Das ist eine Menge. Und Vitalität bekommen wir auch über die Waffe. Das ist super. Dann haben wir noch 4 Punkte übrig. Was könnte ich ihr denn geben? Verarschten? Nee. Magie? Haben wir ausgerüstet. Widerstand. Zauberabwehr. Rückschritt könnten wir ihr geben. Oder ausweichen. Sie läuft gerne. Nee, Rückschritt. Kannst du mal schön ausweichen nach hinten. Sie hat Stärke drin, das passt. Was habe ich denn noch so schönes hier für Yuri? Gewinne Bonus-Erfahrungspunkte, ohne am Kampf teilzunehmen. Wenn wir ihn rausschmeißen sollten, kriegen wir Bonus-Erfahrungspunkte, das ist okay. Wert beim Vorrücken ab. Annulliert im richtigen Moment feindliche Angriffe. Oh. Aktives Kontern. Schick. Repeat, Rattenrückschritt. Und Carol hat sowieso alles. Das reinste Labyrinth. How interesting. Estelle looks as interested in cities as always. Estelle, come on, let's stick together. I'm fine. The buildings are run down, it's overgrown. And this place is seriously built like a maze. With all these obstacles in the way, it's pretty tough to go where you want to go. Huh? Estelle! Sorry, I got sidetracked. I thought I just said to stick together. You all need to be more careful. I've never seen anyone get lost so easily. Das ist Estelle, was erwartet man? Bah, eine Mimik. Als ob. Als ob es ein Minimic ist. Ich krieg eine Meise. Bzw. ein Samen. What? Ach Gott, nicht leben, muss ich sagen. Immer zur Seite angreifen. Wow. Mimic-Angriffe. Ich liebe es. Alright.
each other way too well. Das ist eine Menge Geld. Das ist eine Menge Geld gewesen. Vielleicht ein bisschen zu viel? Komm schon, was er da betäubt? Nicht so schnell. Oh man. Alright, alright. Dornwiegel. Aua. Destruction! Destruction Field! Weg! Unten, unten, unten! Diese Stämme hier nicht! Au! Sterbt doch endlich ihr! Nervigen! Ich warte noch nicht beim nächsten Bosskampf, erwarte ich wirklich sehr, dass ich irgendwo mit diesem K.O.-Angriff irgendwo im Gegner umhauen muss. Weil er sich immer sonst wieder regeneriert. Das kann ich mir echt gut vorstellen. Aber naja. Schauen wir mal. Hallo, jemand da? Trank des Lebens. Keine Forschungen. Lähmungstrank. Sonst nichts hier? Gar nichts? Muss ich denn etwa wieder schon gehen? Super. War gar nicht so lange, dass ich hier war. In diesem Gebiet meine ich. Dankeschön. Es sei denn, ich muss den Teleport hier vorne nehmen. Und der führt mich, ich sag mal, geradeaus. Nach hier unten. Aha. Also noch mehr Orte, wo ich hingehen kann. Ich weiß nicht genau warum, aber das macht mir nichts. Hauptsache, wir finden mehr Hinweise. Für diese Tür. Für diese Tür. Kiste, Kiste, Kiste. Magischer Rauch. Erhöht die Fluchtgeschwindigkeit. Was? Und eine Matte. Der Mattis. Immer der Mattis, ey. Mattes. Ich treffe den Gegner nicht. I feel like an easy win. Don't get careless. Au. Okay. Hat eine Nadel gestohlen. Oh. Kann man denn irgendwo anweisen, dass die bestimmte Attacken nach unten zum Beispiel hauen sollen? Das wäre natürlich super gut, weil das dann immer schön auf die Werte drauf geht, die ich zum Beispiel kaputt hauen will. Ein Kriegsbeil. Jawohl. Ein Kriegsbeil für die Carol. Ist doch schon ausgerüstet, ne? Ja, gut. Mehr Angriff, mehr Beweglichkeit. Geil. Ich doch gerne mit der Junge. Oh, hallo. Ja, so muss ich sowieso so kämpfen, Mist. We got a head start. Let's take care of him. Quick. Immer schon unten. Boah. Ja, war ganz schön schnell. Anscheinend, magietechnisch, geht es recht schnell, wenn die bestimmte Magiearten abbekommen. Heilige. Man muss aber echt reagieren. Wirklich schnell. Bei Schildkröten. Ah, war rot. Mist. Ich hab die falsche Richtung gehabt. Also geht wieder anscheinend wirklich schnell. The cry of victory. I feel power running all through my body. Fähiger Schwertkämpfer. Cool. Also, das ging echt schnell weg, diese eine Sache. Dran.
Hinunter. Hinunter. Und wir sind wieder beim Bunker. Ha. Ja gut. Da war eine komplette Rundreise hier. Außer den Kollegen da oben kommen wir nicht hin. Ich weiß, was da noch wäre, wäre das hier, das Wasser, aber... Das bringt mir ja auch nichts. Und sie durch die Tür? Ich habe keine Ahnung, wie ich durch die Tür kommen soll. Heißt für mich nur eines, raus hier. Denn ich habe keine Ahnung, wohin.